Wurdet ihr in eurem Leben schon mal gerönt? Vielleicht, weil ihr euch was gebrochen oder verstaucht habt? Tatsächlich wird das auch mit Kunstwerken gemacht. Nur warum? Vielleicht, weil die auch irgendwie kaputt sind? Hier im Germanischen Nationalmuseum gibt es eine besondere Abteilung, die Restaurierung. Da werden Kunstwerke gepflegt, erforscht oder eben auch mal mit technischen Geräten untersucht. Zum Beispiel mit einem Röntgengerät. Das gucken wir uns jetzt genauer an und ihr müsst unbedingt unseren Kanal abonnieren. Restauratorinnen und Restauratoren haben eine langjährige Ausbildung hinter sich. Sie wissen genau, wie man Kunstwerke säubert, wieder strahlen lässt, genauestens untersucht oder auf die richtige Art und Weise im Museum ausstellt. Ob das Röntgen damit zu tun hat? Sicherlich kann Martin dabei helfen. Martin, das ist jetzt hier der Röntgenraum des Museums und ich habe mich gefragt, warum werden Kunstwerke gerönt? Also ist das auch so, dass die vielleicht kaputt sind, wie bei einem gebrochenen Bein? Nein, das ist bei uns eigentlich eher seltener der Fall, aber ich kann dir mal zeigen, wie das hier so alles insgesamt funktioniert. Wir haben hier in unserer Röntgenanlage zwei Räume. Das ist einmal hier der Röntgenraum, in dem auch die Röhre ist. Und dann haben wir noch einen zweiten Raum, von dem aus wir die Röhre und das ganze Equipment hier steuern können. Und dann ist es wie beim Arzt auch. Der Arzt muss dann, wenn das Objekt oder der Mensch geröntgt wird, den Röntgenraum verlassen, weil die Strahlung, die hier aus der Röntgenröhre erzeugt wird, einfach auf die Dauer zu stark wäre. Das Objekt bleibt ganz alleine hier beim Röntgen im Raum übrig. Also das Kunstwerk würde dann zum Beispiel wie jetzt hier an dieser Stelle liegen? Das würde an dieser Stelle liegen, genau. Okay. Die Röntgenröhre selber ist natürlich sehr, sehr stark. Deshalb hat hier diesen großen Elektroschrank, der hier steht. Dann hast du hier eine Kühlung. Und die Röhre selber ist nur dieses kleine Objekt, das hier oben ist, dieses Graue mit dem Rot, und ist mit diesen übrigen Geräten mit ganz vielen Leitungen verbunden. Dadurch kann man sozusagen die Strahlung erzeugen, und weil die Röhre so heiß wird, hat sie auch eine Kühlung und eben entsprechenden Strom, der ja das Ganze zum Laufen bringt. Also viele Geräte, die bestimmt auch ganz schön laut sein können. Aber kann denn da auch was schiefgehen? Also kann da auch irgendwie das Kunstwerk beschädigt werden? Nein, das ist natürlich alt erprobt. Wir röntgen hier im Haus seit 1960 und die Röntgentechnik selber ist schon über 100 Jahre alt. Insofern wissen alle Röntgentechniker heute, was sie tun. Wir können die Röhre, die Strahlung der Röhre, genau auf unser Objekt hin einstellen. Und zwar genau auf die Stärke, die wir brauchen. Und du hast hier einmal, wenn du in dieses kleine Auge reinguckst, da kommt diese Röntgenstrahlung raus und geht dann hier durch dieses Objekt durch und wird hier mit so einem Film, den wir hier haben und der hier unten platziert wird, aufgefangen. Und je nach Objekt, das wir haben, ob das aus Metall ist oder ob das aus organischem Material ist, Holz zum Beispiel, oder auch Farbschichten, die hier auf Gemälden drauf sind, kommt ganz unterschiedliche Strahlung auf diesen Film unten an. Und das ergibt dann insgesamt das Röntgenbild, das ja von uns dann ausgewertet werden muss. Und auf diese Weise könnten wir zum Beispiel sehen, was jetzt unter dieser Malschicht, die ich jetzt hier ganz normal angucken kann, was da drunter liegt, oder? So ist es, genau. Okay. Da findet man dann entweder Sachen, die unten drunter liegen, wir können auch auf die Grundierung hinröntgen, oder eben bei diesem Fall ist es tatsächlich so, dass wir einen Schaden im Gemälde haben, den wir dann sehr viel besser darstellen können auf einem Film. Toll ist auch, dass dieses Verfahren auch mit Gegenständen funktioniert, zum Beispiel Musikinstrumenten, in die man ja auch oftmals nicht hineinsehen kann. Mit der Röntgenanlage werden sie durchleuchtet. Warum werden denn aber jetzt Kunstwerke gerönt? Also was sind da Gründe dafür? Warum entscheidet ihr euch, das müssen wir uns jetzt genauer angucken? Das entscheidet sozusagen der Kunsthistoriker oder die Restauratorin, der Restaurator, der diese Aufnahmen haben will. Und dann schauen wir ganz genau, wo wir hinwollen und dass wir die jeweilige Frage, die entstanden ist, beantworten können. Manchmal haben wir natürlich auch Überraschungssachen. Mhm. Und da würde ich mal sagen, kannst du dich mit Benjamin unterhalten. Benjamin hatte da mal auf einem Röntgenbild eine tolle Entdeckung, die er bei einem seiner Gemälde gemacht hat. Oh, bin ich gespannt. Genau. Benjamin ist auch Restaurator am Museum. Er beschäftigt sich vor allem mit Gemälden. Zum Beispiel mit diesem hier, das der Künstler Christian Wilhelm Ernst Dietrich vor ungefähr 300 Jahren gemalt hat und das ihr im Museum ansehen könnt. Und Benjamin ist dabei etwas aufgefallen.
Wenn man sich das Gemälde ganz genau anschaut, besonders in gewissen Bereichen, wie zum Beispiel hier an der Wand mit den Gemälden, dann fällt bei naher Betrachtung auf, dass es da Strukturen gibt, die mit dem Pinsel gemalt sind, die nicht zur eigentlichen Darstellung passen. Und das hat uns natürlich interessiert, was da dahinter steckt, und wir haben das dann näher untersucht. Aha, und dann hast du dir quasi gedacht, dass unter dieser Malschicht, die wir jetzt gerade sehen, dass da vielleicht noch irgendwas drunter ist. Genau, ich habe das Bild dann noch näher und weiter untersucht. Daraufhin sind dann noch weitere Sachen aufgefallen, wie zum Beispiel hier auf der Rückseite. Vielleicht kannst du da schon was erkennen. Ah, das sieht aus wie ein Gesicht, oder? Ist das eine Person? Ja, da liegst du schon ganz richtig. Okay. Genau, und das habe ich dann halt auch Martin gezeigt, und er konnte sich dann auch dafür begeistern und hat das Bild dann geröntgt. Ach, das ist ja spannend. Und was habt ihr dann entdeckt? Ja, wie du sehen kannst, ist ein komplett ausgeführtes Damenporträt aus dem 18. Jahrhundert darunter. Und was halt das Besondere in dem Fall ist, das ist halt wirklich komplett fertig gemalt. Das ist also bis zu den Spitzen an den Armmanschetten oder dem Perlenschmuck in dem Haar. Und das ist wirklich ungewöhnlich, weil sonst hat man meistens übermalte Bilder eher, wenn der Künstler während des Malprozesses im Anfangsstadium sich umentschieden hat. Wahnsinn. Das ist was Besonderes. Also da ist wirklich eine komplette Frau zu sehen. Das heißt also, dass ein Künstler zuerst diese Frau gemalt hat. Natürlich in Farbe. Das kann das Röntgengerät allerdings nicht darstellen. Irgendwann hat dann aber der Künstler Dietrich das jetzige Bild drüber gemalt. Und die Dame geriet in Vergessenheit. Nur weshalb hat er das gemacht? Und wer zuvor hat die Dame gemalt? Was glaubst du, warum könnte es übermalt worden sein? Das Bild war ja eigentlich fertig. Richtig, genau. Das Bild war komplett fertig. Das ist natürlich rein spekulativ, aber vorstellbar ist, dass die Auftraggeberin das Bild nie bezahlt hat oder aus anderen Gründen nie abgeholt hat und es deshalb halt in der Werkstatt beim Künstler verblieb, und der sich dann nach einiger Zeit dachte, es ist eigentlich schade um die ungenutzte Leinwand, ich übermal das jetzt. Ja, das ist echt super spannend, richtig interessant auf jeden Fall. Das heißt, durch solche Techniken wie das Röntgen kann man einfach mehr über die Geschichte eines Gemäldes erfahren, was man vorher gar nicht rausgefunden hätte. Genau, ja. Und ihr leistet dann richtige Detektivarbeit. Jo, kann man. Super, vielen Dank, dass du mir das gezeigt hast. Sehr gerne. Wirklich spannend. Vielleicht hat das Bild der Dame also mal ungefähr so ausgesehen. Oder so. In einem Museum passiert also oftmals total viel, was man nicht gleich mitbekommt, aber immens wichtig ist, um mehr über die Vergangenheit eines Kunstwerks herauszufinden. Das ist echt ein toller Job, oder? Wenn ihr noch mehr zum Thema wissen wollt oder Fragen habt, dann unbedingt in die Kommentare schreiben, und ich freue mich natürlich auch über ein Gefällt mir.